Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don 1000 zerstört uns. Ich bin gespannt, wie es in dieser Folge abgehen wird und wieder spielt er eine Feuerhand. Scheiß Ernst. Ah, oh Mann, Alter. Na komm, den bringen wir jetzt hier. Bams. Bams. Utopia. Nein, Utopia sage ich. Bum. Sieht jetzt aber noch die verdeckt. Rangsteigungszauber. So. Dann beende ich erstmal den Zug, weil seine Feuerhand mir ja doch. Obwohl, haha, sie. Nein. Nein. Mal gucken, ich will wissen, was er macht. Ah, genau darauf habe ich hinaus gezielt, nämlich. Oh, willst du deine lautlose Ehre arg beschwören? Vergiss es, Freundchen. Auf alle Fälle. Bam, du Pisser! Thron von Don 1000, hä? Gibt gleich einen ordentlichen Arschtritt von Don 1000. Ich mach den Fehler schon wieder. Ich darf nicht weiter angreifen. Ich meine, ich biete ihn gerade permanent was da. Nein. Na, braucht man nicht. Das ist jetzt schlimmer, ich kann nichts machen gerade. Weil ich vor den Karten, die da unten zu liegen hat, Angst habe. Wenn ich jetzt nochmal einen Rangsteigerungszauber ziehe, dann vielleicht ja. Ich mir die Gewissheit sagen kann, dass die Mittelkarte keine Spielkraft war. Haha. Jetzt können wir richtig ordentlich reinbuttern. Bams. 1500 kriegt er wieder für jeden Angriff, den ich ihm gemacht habe. Also ein Dreck. Was könnte da denn zu liegen haben? Was könnte er da zu liegen haben? Ach, ein zweiter Schuss. Drücken wir ihn jetzt mal ordentlich was an Lebenspunkten wieder rein. Natürlich hat er genau 100 Lebenspunkte noch, die Drecksau. Kriegt jetzt 2000 wieder. Ne, 1500 nur. Dann zerstören wir ihn aber jetzt.
Hätte klappen können. Mensch. Jetzt aber endlich haben wir Don 1000 mal platt gemacht. Meine Fresse. Der Typ ging mir auch auf die Nerven. Naja, du besser glaubst es. Was? Oh Mann, wer hat sich bei der Übersetzung hingesetzt, Alter, und dachte, hey, ich bin der Größte. Oh Mann, Don 1000, du kleiner Verschissener. Und so. Die Schlacht der drei Welten. Oh mein Gott. Kriegen wir das noch in die Folge rein? Ich hoffe es doch. Ja, Nash. Degenkraft. Oh Mann. Vorhin haben wir noch als Nash gespielt in den vorletzten Folgen oder so. Und jetzt spielen wir gegen ihn. Na geil. Riesenmaul. Mhm. Löwenherz. Über Utopia. Oh Mann. Okay. Okay, das ist cool. Das ist cool, ja. Hm. Rangsteigerung Zauber Astralkraft. Na, Heiliger. Hä? Hallo? Ich bin doch so doof. Oh Manu. Ah, da hätte ich überhaupt nicht drauf geachtet. God damn it. Yay, noch ein Riesenmaul. Aber ich sage nein zum Riesenmaul. Ach komm, fick dich. Hm. Bingo, damit kommen wir wieder darauf hinaus, auf was ich eigentlich wollte. Denn erst kommt Utopia und dadurch, dass wir ja unsere schöne Karte hier gezogen haben, machen wir den Spaß doch gleich mal weiter. Oh,
Abwehrstrahl, sie! Oh, schade, können wir nicht nur aktivieren. Endlich. Könnte ich jetzt schnell von deinem Deck beschreiben, falls dein Gegner mehr Monster als du kannst du dieses Geld spielen. Achso. Lieber so. Jetzt aber in die Battle Phase. Wow. Zerstöre einen Aurora-Flügel und... Jetzt kommt der nächste Aurora-Flügel. Ah. Oh Mann, was hat er denn jetzt hier schon wieder vor? Nicht schon wieder lautlose Irak. Oh nein. Ach ja, ich habe wieder hässlichen Effekt. Raub mir schon wieder mein Monster. Und dann machst du ohne Rangsteigerung und Zauber. Ah, Mann, 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 Mann. Irgendwie meinst du das Spiel heute nicht gut mit mir. Was macht er denn jetzt schon wieder? Bitte was? Barians Hoffnung. Drei oder mehr Monster. Du kannst diese Karte auch als XX-Beschwörung beschwören, indem du ein Monster hast, du kontrollierst mit Nummer. Bis in. Ja, verwendest. Diese Karte erhält 1000 Geld für jedes. Du kannst ein Nummer Monster in deinem Friedhof wählen, bis zum nächsten. Wird der Name dieser Karte. Ach du Heiliger. Warum habe ich das gerade gemacht? Ich bin so doof. Bestimmung, ne? Was ist denn mit dem Typ? Eigenschaften wie Monster ist kontrolliert, aber ein mit dem extra in dem diesmal. Ja, was hab ich denn dafür? In dem Fall wurde doch bloß Ich kann es zwar mal so probieren, aber ich glaube nicht, dass das so was wird. In dem Fall wäre es Utopia. Jetzt muss ich mir den Effekt erstmal nochmal richtig durchlesen. Von wie viele verschiedene Nummerkarten es von Utopia gibt, Alter. Falls diese Karte XX-Beschwörung wird, wird die ATK aller Monster, die dein Gegner kommt, derzeit kontrolliert werden, zu Null. Also während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst ein XX-Monster von dieser Karte abhängen und ein offenes XX-Monster
das du kontrollierst und ein Utopiamods in deinem Friedhof verbannen. Das erstgewählte Ziel. Nochmal, ich verstehe den Effekt gerade nicht. Bla bla bla, einmal Frühstück während des Spielzugs eines beliebigen Spiels. Du kannst ein XDs-Material von dieser Karte abhängen, deine offenes XDs-Monster zu kontrollierst und ein Utopia-Monster in der Friedhof fehlen. Verbanne das Gebiet. Nein, ich möchte noch nicht. Profase. Nein. 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 Bam! So. Nee. Ich habe irgendwie Angst, den Effekt zu aktivieren, weil ich... Ach Quatsch, scheiß drauf, ich aktiviere ihn einfach mal. Vielleicht kriegen wir es aber auch gerockt. Na, ich weiß, dafür setzt er auf 0. Ja. Ich kann auch die... Warte mal, hä? Ja, kann Kampfposition ändern. Ah, Mann! Schlimm ist, ich glaube, ich hatte nur zwei Utopias im, Dings. Bin mir nicht alt täuscht. Ich muss mal kurz reingucken. Nein, ein Utopia habe ich noch. Wirf ein Monster ab und wähle ein... Kennen wir. Kennen wir, können wir aber nicht nutzen. Okay, das wird wieder ein sehr spannendes Duell. Yeah, ich kann ein Monster beschwören. Yay. Und der spielt einen Reisenden. Ach ne, du kleiner Ficker. Mano. Wenn man zu eins gegen das Angriff, zerstöre alle Offensivfähigkeiten auf dem Spielfeld. Ja. Könnte mir vielleicht noch zu null. Nash, du kleiner Ficker! Genau! Sache, Nash, du kleiner Ficker! Aber mir wurde es vermehrt, dass ich ein Monster mal beschwören kann. Also wahrscheinlich bin ich jetzt sowieso gleich tot. Warten wir mal ab. Ich mach's mal in Astralkraft ab. Schicken den Monster wieder weg.
Nein, dann konnte ich einzu. Gut, Freunde, ich beende an der Stelle die Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und werden die letzten beiden Challenges dann da beenden. Denn uns erwartet ja immer noch ein bisschen was im Panel-Bereich. Auch wenn es momentan nur eins ist, aber ich hoffe, dass bis dahin, dass sich da vielleicht ein bisschen mehr zeigt. Ansonsten haben wir ja noch ein bisschen was in Duelland-Herausforderungen. Astral fehlt uns noch. Der fehlt uns noch. Nee. Ach, stimmt ja, die muss man ja immer extra freischalten. Naja. Auf jeden Fall, bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!